Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 24 von 7 Days to Die, die Queen Edition. Wir hatten hier gerade ein bisschen Stress, ja? Weil Samantha, die alte Schabracke, hier dachte, sie muss hier mal Larry machen und rumschreien. So, dann sind ihre ganzen Buddies angetänzelt hier und haben mir jetzt hier die Hütte völlig zerlegt. Oder den Hinterhof. Voll nervig. Okay, wir werden jetzt den Zaun im Hinterhof wegkloppen. Und wir werden das jetzt hier verbessern. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal scavengen gehen, aber ich glaube, das mache ich erst am nächsten Tag. Wir müssen uns für die Ferrari... Ja, jetzt haben wir kein Holz mehr. Alles klar. Okay, dann kann ich den hier scrappen. Ja, das machen wir mal eben. Jetzt habe ich natürlich die Steine alle unten gelassen. Aber wir gehen jetzt hier erstmal runter und machen hier... mal diesen Zaun weg. Das hat einfach keinen Sinn mehr. Die zersetzen mir hier alles und dann kann ich irgendwie eine andere Verteidigungslinie aufbauen. Dann kann ich das nämlich hier alles voller Spikes setzen. Das werde ich auch tun. Weil das irritiert auch irgendwie so einen halben Hinterhof. Natürlich wäre das nochmal kurz, würde es die nochmal kurz aufhalten, aber das ist mir jetzt zu doof. So. Das kommt jetzt erstmal alles weg. So. Das kloppen wir jetzt alles weg. Ich habe leider noch keine Waffenschematics gefunden, geschweige denn Waffen. Doch, ich habe eine Shotgun gefunden. Ich habe keinen Shotgun-Shell-Schematic gefunden. Okay, das werde ich jetzt nicht wegkloppen. Wenn die mir das weghauen, dann hauen sie es mir weg. Oh, jetzt muss ich hier aufpassen. Ja, hier haben sie jetzt natürlich Hammer Scheiße gemacht. Das war mal die Laterne. Jetzt habe ich hier gleich jede Menge Scrapwood. Okay. Das werde ich aber gleich hier... Ich muss gleich die Cobblestone Rocks holen. Ja, hier haben sie nämlich schon dran rumgeschlagen. Seht ihr das? Das muss ich auf jeden Fall verbessern. So, zack. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ich mache schon mal aus dem ganzen Recipes Wood Hau durch. Ach ja. Nee, das ist nicht so günstig gelaufen jetzt. Samantha sollte nicht schreien. Das ist natürlich das Problem. Du musst die schnell erledigen, die alte Schabracke. Und das ist das Problem, wenn du die Fortune in der Hütte hast. Eigentlich solltest du die ignorieren. Nicht rausgehen, wenn die kommt. Solltest genug Spikes da stehen haben, sodass sie da eh drin verreckt. Das ist jetzt unser Plan. Genug Spikes zu haben, dass Samantha da drin eh verreckt. Weil die bringt nur Stress, die Alte. Guckt euch den Kack hier mal an. Kann ich das hier aufnehmen? Kann ich. Okay. Oh, bitte. So. Dann haben wir den Scheiß hier weg. Ich glaube, die Spikes, ich lasse das aber so, dass ich die nicht direkt dran baue. Weil sonst muss ich auch direkt das Ding eine Stufe höher bauen. Recipes, Wood, hau durch. Bam. Okay. Ja, eigentlich müsste ich hier verbessern. Ich muss mir gleich Scrap Iron aus der Fort holen. Wie viel habe ich denn noch? Nicht mehr so ganz viel. So, ich muss mir gleich auch hier Bäume abholzen. Ja, warte. Ich muss hier aufpassen jetzt. Nicht, dass ich hier in mein Verderben laufe. So, jetzt holzen wir mal hier ab. Was ein Stress! Habt ihr gesehen, wie viele das waren? Und ich muss was gegen die Spider-Zombies, genau. Die Spider-Zombies machen. Entweder ich setze Frames da dran. Also nicht Frames, Ramps. Dass die da nicht hoch können, dann muss aber die Mauer noch ein höher. Oder, ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Auf jeden Fall anders, als es jetzt war.
So viel steht fest. Bam, alle Dinger kaputt. Das wäre es jetzt noch gewesen. Puh. Ich muss auch dann ein paar Fackeln platzieren hier hinten, damit ich weiß, wo die herkommen. Oh, der könnte runterfallen. Or not. Der ist sehr interessant zerfallen, dieser Baum. Nee. Ist sie das schon wieder? Das ist sie schon wieder. Hat die schon wieder so geschrien, dass sie jetzt alle kommen? Rast dich aus. Nee, ne? Nee, okay. Ja, dann krepier mal da hinten, du alte Kackbratze. Oder doch? Nein. Och, Leute. Ich muss eh runter. Na, okay, gleich habe ich keine Spikes mehr stehen. Jetzt hat die mir jetzt schon zweimal die Tour vermasselt. Die alte Schabracke, ey. Spinnt die oder was? Boah, die könnte aber zum Hassobjekt werden, du. Ich raste aus. Ich raste echt aus, ey. Oh, ist das ein ätzender Scheißdreck. Ich esse jetzt hier erstmal was in Ruhe. Ich lasse sie da erstmal so lange, so weit krepieren, wie geht. Ich esse jetzt auch das Hundefutter. Und nochmal. Und das, obwohl die könnte ich auch... obwohl, ich scrap die mal. Jetzt machen die da draußen alle meine Spikes kaputt. Ich flippe echt aus, ey. Na, dann sortieren wir hier mal noch ein bisschen. Nö? Ja. Super. Ich freue mich voll. Diese alte blöde Kacksau, ey. So, dann brauchen wir hier Cobblestone. Jede Menge. So, das Cotton, das tun wir mal. Das Cotton. Den Arrow tun wir auch mal hier hin. 90 Arrows müssen jetzt erstmal reichen. Wir tun die Feathers mal hier rein. Oh, ich fass es einfach nicht, dass da draußen jetzt schon wieder Halligalli ist. Okay, das kommt beides in den Kühlschrank. Wie ätzend ist die, ehrlich, Leute, oder? Ich habe doch noch Bier. Ich nehme das mal mit. Obwohl, das nehme ich eher mit, wenn ich laufen muss. Wir haben noch keine Zeit, Kaffee zu machen. Deswegen, das kommt hier rein. Dann packe ich die mal alle zusammen, damit ich das hier am Schirm habe. Hiervon haben wir 60. Ich hatte doch auch noch jede Menge Dingens. Da. Die brauche ich bitte auch. Die müssen wir gleich setzen. Ja, dann können wir eigentlich wieder rausgehen. Ich nehme die mal mit. Ob ich die irgendwo hinbauen kann, weiß ich jetzt nicht. Ah, hier habe ich noch mehr. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal wieder raus zu der alten. Wenn die jetzt gleich nochmal kommt, ne? Ich flipp komplett aus, ich sag's euch. Die machen mir alle meine Spikes kaputt da draußen gerade. Und ich habe nur eine Stone Axe, mit der ich das reparieren kann. Wisst ihr, wie lange das dauert? Da ziehen sie noch von dann. Ist das ein ätzender Scheißdreck, Mann. Das könnte ich eigentlich mal machen. Scrap Iron da hinten. Die stehen ja fast keine Spikes mehr. Was ist das denn für eine alte Hupe, ey? Boah, ist die ätzend, die Kacksau. Ey, jetzt sag doch mal ehrlich. Da sind ja noch welche. Ja, kommt her. Ich hab den Kaffee auf mit euch alten Arschlöchern. Boah. Wenigstens hat die gescheites Zeug dabei. Jawohl. Ihr Arschgeigen. Boah, nee, ey.
Aber seht ihr mal, wie wichtig die Spikes sind. Dass Samantha da drin verkackt und falls sie dann doch mal jemanden gerufen hat, dass die anderen da alle drin zerhackt werden. Ich überlege, ob es einfacher ist, die wegzuschlagen. Aber ich glaube, das macht auch nur Sinn, wenn du eine magentafarbene Fire Axe hast und nicht so wie ich jetzt. Ja, wundervoll. Es ist einfach nur großartig, was hier gerade passiert. Okay, die baue ich jetzt einfach nochmal auf. So, ich werde jetzt hier drum Cobblestone-Frames bauen, weil die nicht hier rein dürfen. Das reicht zwei hoch. Ich mache mir dann so eine Art Turm. Mir soll es recht sein. Jetzt dauert das natürlich wieder Ewigkeiten, bis die aufgefüllt sind. Unfassbar. Ich habe ja auch noch jede Menge Skillpoints. Da muss ich mal. Also wenn wir jetzt hier wieder einen Tag lang verbessern, dann kriegen wir schon einiges geschissen, glaube ich. Wenn wir dann natürlich noch ein, zwei Mal Samantha-Action zwischendrin haben, dann sind natürlich wieder viele Spikes kaputt. Ja, das ist so ein bisschen Schissel. Wir müssen auch die Spider-Zombies draußen halten. Ich glaube, ich muss die Mauer komplett 4 hochziehen. Ich glaube es wirklich. Das ist natürlich bitter. Ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht so einen Ausguck mal hier baue oder so. Mal schauen. Das kann man ja dann dafür nutzen. Dass wir mal so eine Base haben. Alter, ich fass es nicht, ey. Die alte Schabracke, ne? Ah, da hinten kommt schon wieder irgendwas. Wer hat sich denn da jetzt gerade wieder das Bein gebrochen? Ah, da kommen aber viele. Fandit. Hört ihr das? Da gehen andauernd irgendwelche Motherfucker kaputt. Eine kleine Horde oder was? Tatsache. Jetzt babschen die mir da alles kaputt. Vorm Haus oder wie? Ja, oder ziehen sie gerade durch? Oh, wie ätzend ist denn das? Die machen mir alles kaputt. Die alten Kackers. Das mit der, das war gerade echt ein Problem mit der Leiter. Und das ist auch ein Problem mit der Leiter. Mein Gott. Okay. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr mich das nervt. Wieso geht das denn manchmal und manchmal nicht? Ey, was ist das für ein Scheißdreck? Ja, vielen Dank auch. 15 Tage verloren. So. Wir nehmen die mit. Wir lassen hier durchlaufen. Hier ist noch jede Menge Iron drin. Iron drin. Was lassen wir hier durchlaufen? Wir lassen hier durchlaufen. Was habe ich denn gerade gesagt? Scrap Iron. So viel wie geht. 516 nur. Das ist aber nicht so viel. Krass. Tatsache, dann ist hier auf Zero. Ne, also diese... Also, ne. So. Oh, wow. Guckt euch das an. Alles ist blutig. Ach du Scheiße, ne. Ja. Heidi ho. In the flow. Okay, ich guck mal eben, wie ob das schneller geht, hier die zu zerschlagen. Ja, nicht bei allen, ne? Okay. Dann die neu zu setzen, ist bei manchen wahrscheinlich doch die schnellere Variante. Ja. Ich weiß, obwohl, ob das so viel... Nee. Sowas könnte echt... Ich halte da genau drauf. Oh Gott, was für ein ätzender Scheiß. So, die haue ich weg, die anderen repariere ich. Ich glaube, ich muss sowieso mal den Ton ein bisschen lauter machen. Ich hatte den runtergedreht wegen unseres Let's Play oder wegen unseres Streams, weil wir da Minibike gefahren sind. Und das war so unglaublich fucking laut. Das müssen die unbedingt fixen, ne? Dieses Minibike-Geräusch, weil das geht gar nicht. Das ist ja echt der Albtraum vorm Herrn. Ja, das Reparieren, ich will so, das ist nicht immer die bessere Variante hier. Das ist,
Das ist manchmal echt viel mühseliger. Ich glaube, hier kann ich einiges wegkloppen. Da muss ich immer zwei Schläge. Ich glaube, das geht dann doch schneller. Hier auf jeden Fall. Okay. Or not. Ich halte genau drauf, ne? Guck mal, macht er die dahinter weg. Alter. Oh, sowas frustriert mich so ohne Ende. Leute, ich kann es euch nicht in Worte fassen. Ich könnte hier... Ich mache hier, glaube ich, auch... Oh. Cobblestone nochmal hinter. Oder braucht man eine zweifache Mauer? Nee. Aber ich habe halt keinen Cobblestone hier. Das sollte ich schon tun. Aber es ist natürlich, da brauche ich wieder viel Material, ne? Nee, ich glaube, ich mache das. Ich arbeite hier mit Scrap Iron. Das kann ich dann noch von der anderen Seite machen. Okay. Oh Leute, weißt du, so frustriert das ja einfach nur, wenn das nicht klappt. Das hauen wir weg. Ich glaube, ich hau die weg, das geht schneller. Aber ich kann die ja nicht alle weghauen hier, das dauert ja Ewigkeiten. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, in der Zeit, wir machen neue Spikes. Spikes, Woodlock Spikes. Wir lassen nochmal, ey, wir brauchen bestimmt nochmal 150. Das lassen wir durchlaufen. Jetzt ist natürlich das ganze Ding weg. So. Ja, seht ihr, das dauert halt voll lange. Ich weiß nicht, was da die bessere Variante ist, ehrlich nicht, meine Lieben. Also, wenn die noch gut erhalten sind, dann wahrscheinlich das. Wenn wir eine Nailgun haben, dann macht sie puff, 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 puff und dann ist die ganze Reihe schon repariert. So ist das natürlich echt bitter, 380 Skillpoints, das sollten wir mal tun. Jetzt sind die hier alle durchgelatscht. Die sind echt jetzt einmal komplett... um die Hütte hier gelatscht und haben mir alles kaputt gemacht. Muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht selber wieder verletze. Okay, wir brauchen also noch viel mehr Spikes. Das ist die Essenz dieser Geschichte. Wundervoll. Es ist so geil. Als hätten wir nicht... ich meine, wir haben schon 100.000 Spikes. Und das reicht noch nicht. Okay, Samantha, das war jetzt echt unglücklich, dass die zweimal, einmal in der Nacht... Da haben die mir jetzt natürlich schon echt viel weggeballert. Okay. So, das ballern wir weg. Da hat kein Mensch Zeit für. Ich muss jetzt hier aufpassen beim wieder rausgehen. Oh nein, ich höre schon wieder was. Ich meine, solange es nicht Samantha ist, soll mir alles egal sein, aber... Ich krieg die halt nicht so schnell weggeschossen, wie die hier Terror macht. So, es tut mir leid, dass es nicht so interessant ist, was hier gerade passiert. Wie spät haben wir denn schon? 12.41 Uhr. Es vergeht ja schon ziemlich viel Zeit, ne? Ziemlich schnell. Auch. Komm, reparier da. Wir brauchen eine Nailgun. Das ist so essentiell. Oder eine Wrench. Alleine eine Wrench verdoppelt die Zeit.
Oder halbiert die Zeit, besser gesagt. Ich höre doch hier die ganze Zeit Getippel, Mensch. Da bin ich jetzt schon paranoid. Das macht mich wahnsinnig. Ich bin total paranoid. Ich höre doch was, ich höre doch was. Au. Ah, das war aber dramatisch jetzt. Mit einer magentafarbenen Pickaxe wäre das, Fire Axe wäre das so. Batsch, 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 wären die alle weg. Okay. Dann setzen wir jetzt einfach mal wieder wild. Muss halt aufpassen, dass ich da hinten nicht reinlatsche in die. Da machen wir auf jeden Fall noch mehr hin. Also das muss hier gut geschützt sein. Keine Ahnung, wie viele rein im Endeffekt. Aua. Aha. Jetzt kann ich die. Vor allen Dingen, das Geilste ist, wenn du die dann wieder reparieren musst, weil du da selber reingelatscht bist. Das ist das Frustrierendste überhaupt. Ja. Alter Schwede. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. 419 Skillpoints, meine Lieben. Ich sollte die echt mal... Ich mache auf jeden Fall Archery. Ich habe ja leider noch keine Waffen. Sonst würde ich die natürlich nehmen. Okay. Jetzt muss ich auch aufpassen, wie weit ich hier nach hinten gehe. Sonst latsche ich hier nämlich in die nächsten rein. Okay, hier scheine ich schon drin zu stehen. Ach Mann! Es ist doch zum Mäusemelken hier. So. Batsch, batsch. Und noch eine Reihe, komm. Wer will noch nicht, wer hat noch mal? Nee, wer hat noch nicht, wer will noch mal, heißt es. What? Die Verwirrung bei mir ist groß. Okay, wir hauen jetzt auch mal diese komische Platte hier weg. Haben wir unsere Pickaxe dabei? Haben wir. Aber wir haben noch kein Stahl. Es ist so witzig, wenn ich zwischen diesen ganzen Let's Plays hin und her muss. Was heißt hin und her muss? Aber so hin und her switch. Ich mache schon mal eine neue Fire Axe. Das wird nämlich seine Zeit dauern. Okay, das da vorne können wir, glaube ich, verbessern. Ja, das war nur ein Schritt. Vielleicht sind wir da auch wieder selber reingelaufen. Man weiß es nicht genau. Okay, hier ist schon unser Dingens, unser Türmchen. Okay, die haue ich nochmal weg. Okay, die verbessere ich da vorne. Da müssen wir gleich noch ein bisschen Holz holen, müssen wir noch ein bisschen Stein holen. Ich hole das Scrap Iron aus der einen Forge raus. Also wir brauchen jede Menge, wenn wir hier die ganze Wand komplett verbessern wollen. Das wird schon nicht ohne, meine Lieben. Okay, jetzt aber ich fühle mich besser, wenn jetzt hier mal wieder so ein bisschen frischer Stachel am Start ist. Frischer Stachel. So. Dann. Oh, ich muss was trinken. Ist natürlich blöd, jetzt den Golden Rod zu trinken, aber ich meine, wir haben ja theoretisch genug Golden Rod Tea. Ich mache hier sogar noch eine. Damit die Mauer gut geschützt ist. Das war jetzt natürlich nicht ganz so clever. Hätte ich vorher da lang gehen müssen. Jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Zack, 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 zack. Zack. So. Ich weiß nicht, wo ich die Mauer hier hinten eigentlich nicht... Obwohl, ich wollte um das ganze Geschissel hier noch eine Mauer ziehen, ne? Dann war das jetzt gar nicht so clever. Dann ziehe ich die Mauer vielleicht so, dass ich den Turm da noch mit drin habe. Dann schlagen die da auf jeden Fall ein, ne? Wie mache ich das? Und ich habe, wer hat mir diesen Tipp nochmal gegeben, dass ich, ja, genau. Oh, wow, guck
Guck mal, wie schlecht es um mich steht. Bevor wir hier noch bei so einem Scheiß wie Aufräumarbeiten draufgehen, also das wäre ja total erbärmlich. Wer hat mir den Tipp von euch gegeben, dass man in eine Mauer, die man sich baut, eine Tür bauen soll? Damit man quasi eine Schleuse hat. Weil Zombies ja auf Türen abfahren. Das war auf jeden Fall im Stream, aber ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Das ist natürlich nicht so unclever. Okay, ich will um den ganzen Schissel hier eine Mauer bauen, ey. Da. Da brauche ich Geduld und jede Menge Zeug. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Die Feral-Nächte werden immer heftiger werden. Und das wird sehr viel Bauen mit sich bringen. Ich werde am nächsten Tag mal wieder scavengen gehen. Das mache ich auf jeden Fall. Aber ich muss jetzt hier erstmal gucken, dass ich das... Also vor der nächsten Feralnacht werde ich diese Mauer natürlich auf keinen Fall gebaut kriegen. Ich brauche ja ohne Ende Cobblestone Rocks. Was soll denn das bitte? Aber... Ne? Hier vor der Hütte muss ich auch total verbessern. Alter Schwede. Jetzt habe ich noch eins dabei. Hier sind auch viele kaputt gegangen. Ja. Genau, dann setze ich hier einmal diese fetten Spikes drumherum für die nächste Feralnacht. Dann ist die nächste, unser nächstes Ziel, die Mauer zu bauen. Da kann ich natürlich das hier mit einbauen. Dann ziehe ich die Mauer einfach hier. Das soll unseren Eingang da nicht weiter stören. Die kommt aber nur 3 hoch. Oder muss die 4 hoch, die Mauer? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Damit das effektiv ist, um da noch einen Schutz für die Spider-Zombies hinzubauen. Das weiß ich jetzt gar nicht, meine Lieben. Ich muss mal eben gucken, wie lange wir aufnehmen. Oh, schon wieder 27 Minuten. Ich mache mal einen Cut, meine Lieben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank. Aloha.